Moin, ich bin wieder unterwegs, wie ihr seht, die Taschen sind gepackt. Vielleicht das nächste Wochenende bin ich doch wieder losgefahren, denn diese Hitzewelle ist geblieben. Nur Sonnenschein, 30 Grad, sehr ungewöhnlich für uns. Hier selbst ist es auch sehr trocken geworden, obwohl es vor dieser Hitzewelle viel geregnet hat bei uns. Aber so schnell geht das, jetzt fällen sogar schon teilweise die Blätter von den Bäumen. Ach, das geht echt schnell, echt fast erschreckend. Naja, aber ich wollte ja eigentlich alles Mögliche machen, aber eigentlich ist es zu heiß zu Hause. Dann habe ich das jetzt mal verschoben auf nächstes Wochenende. Da sieht es ein bisschen schlechter aus, das Wetter. Dann macht man das halt da. Und heute ist Samstag, habe ich mir gedacht, pack die Taschen, fahr ans Meer zum Zelten. Wo geht es am besten? In Dänemark, denn ich bin schon hier von zu Hause losgefahren. Hier vorne ist gleich Flensburg, da fahre ich gleich durch am Hafen runter Richtung Grusau zum Grenzübergang und dann geht es Richtung Norden an die Appenrader Bucht. Ja, mal sehen, ob ich da so ein Zeltplätzchen finde. Ich habe mir so ein, zwei Stellen da ausgesucht. Oh, ich hoffe, das klappt. Vielleicht auch wieder mit Baden, denn das Meer ist inzwischen sehr, sehr warm geworden. Ja, und ich hoffe, das Wetter wird wohl halten. Ich brauche nicht mal hoffen, das wird halten, denn die Gewitter kommen nur bis etwas südlicher von uns, deswegen bin ich auch jetzt Richtung Dänemark unterwegs. Denn im Süden von Schleswig-Holstein gibt es Gewitter, Mekpom, überall soll es kommen, nur hier oben nicht. Ja, haben wir wieder Glück hier ganz im Norden. Jo, ich hoffe, das wird ein schönes Wochenende oder Eintagesübernachtung werden. Und dass es alles jetzt so klappt, wie ich das vorhabe. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Oh, jetzt bin ich am Hafen vorbei. Ja, ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn euch auch mal im Sommer gezeigt habe. Ja, man nimmt das einfach hier so hin. Man weiß gar nicht mehr so richtig, wie schön das hier alles ist. War echt klasse. Dennoch bei diesem Wetter. Oh, eigentlich ist ja, es ist noch recht früh. Ist hier nicht viel los. Ist ja gerade mal 10:30. Oh, und jetzt geht es erstmal wieder am Ostseebad vorbei, an der Werft vorbei, Richtung Wassersleben und dann nach Grusau zur Grenze.
selbst hier unten direkt vorne 14 Förde kommt der Wind, aber trotzdem ist das sehr, sehr heiß, schon so früh am Morgen. Boah, aber sehr schön. Boah, ist doch was anderes als im Winter. Jetzt sind die Segler da draußen. Die Strände füllen sich langsam, aber die werden noch richtig voll. Ja, gerade jetzt zu diesen Corona-Zeiten, da merkt man erst, wie schön das bei uns ist. Man hat sofort den Urlaub vor der Haustür. Jetzt lernt man das erst zu schätzen. Und es ist auch nur noch einen knappen Kilometer bis zur Grenze. Da bin ich auch schon in Dänemark. Ja, jetzt bin ich drüben in Dänemark, ja, ohne eine Kontrolle, aber durch die Kontrolle der Autos entsteht hier immer ein Riesenstau wegen dieser Covid-19-Sache hier. 6 Tage müssen sie alle vorweisen an Übernachtung, um hier überhaupt rüber zu kommen, außer Schleswig-Holstein. So wie ich darf so rüber. Ja, die werden sonst durchgewunken, alle anderen, die Schleswig-Holsteiner nur, die anderen werden alle kontrolliert. Das hält auf und hier war auch so eine kleine Protestaktion. Weil letzte Woche ist hier was Ungeheuerliches passiert. Da ist ja einer reingefahren, wurde kontrolliert, hatte Hundewelpen hinten drin, 25 Stück, konnte aber keine Papiere nachweisen, wahrscheinlich schwarz, irgendwie hier rüber schmuggeln wollen. Ja, und die Polizei, was macht sie? Sie hat die Welpen getötet. Anstatt die nach Flensburg zu bringen, Tierheim oder was, das kann echt nicht angehen. Mal ein bisschen überlegen, Leute, das weiß ich nicht. Vielleicht sind die Gesetze in Dänemark auch so, aber das kann auch eigentlich nicht angehen. Ja, das war echt schrecklich. Das kann. Ja. Aber daran will ich jetzt nicht weiter denken. Jetzt geht es weiter über Land, über Berge, Berg und Tal erstmal Richtung Norden. Oh, an die Küste dann wieder irgendwann. Zeltplatz schon gefunden. Ah ne, ich fahre noch weiter. War hier ein paar Kilometer hinter der Grenze in so einem Wald. War wieder angezeigt. Hier ist so ein primitiver Campingplatz. Hier ist zwar nichts, völlig einsam. Ich glaube, der wird auch nicht so oft benutzt, wie das aussieht, aber es wird gemäht. Die Feuerstelle ist, glaube ich, schon länger nicht benutzt worden. Aber wenn man will, zack, hierher fahren, Zelt aufschlagen, mitten in der Wildnis. Ich glaube, hier kommen nicht viele vorbei auch. Es ist hier auch sehr ruhig, also überhaupt nichts los. So ist das hier in Dänemark, echt geil. Ja, vielleicht irgendwann mal sehen. Spektakulär ist es hier nicht, aber kann man ja mal machen. Und hier nur ein paar Meter weiter, das östliche Stück dieses Waldes ist sogar wieder freies Zelten erlaubt, also überall im Wald. Finde ich immer noch toll. Also so kriegen die Menschen die Natur mit. Das sollten die mal am Anfang auch mal in Deutschland mal kapieren. Oh, sogar noch ein paar Meter weiter sind hier Shelter. War es aber mehr für Großgruppen gedacht. Hier ist auch so eine Naturschule. Ja. Aber auch wieder eine Möglichkeit hier. Überall und nirgends. Das brauchen wir, oder?
sind jetzt hier irgendwo um nirgendwo durch die kleinen Dörfer gefahren. Hier sind eigentlich nur Felder. Nichts Besonderes. Die Ortschaften sind auch recht klein. Oh, trotzdem schön zu fahren, weil immer gute Straßen meistens in Dänemark. Und nicht viel los. Es ist total wenig hier auf dieser Straße. Oh, und jetzt sind keine 15 Kilometer mehr. Da bin ich schon mal am ersten Punkt, wo ich es mal versuchen will. Hier im letzten Ort vor der Platz, den ich jetzt gleich mal aufsuchen werde, ja, da habe ich noch mal ordentlich Wasser nachgetankt. Die erste Flasche ist schon leer und gerade eben habe ich sogar noch mehr getrunken, direkt am Wasserhahn. Boah, tolle Erfrischung, so ein kaltes Wasser jetzt. Oh. Aber ich bin gerade eben sogar noch mal so ein Stück auf dem Weg gefahren, den ich am 20. Januar schon gefahren bin. Ja, da war es schön kalt, jetzt ist es schön heiß, sieht ganz anders aus. Ja, andere Jahreszeit, dann ist es doch ein bisschen was anderes. Ich muss sagen, irgendwie gefällt mir doch Kälte ein bisschen besser. Aber Nordlicht halt, das sowas hier, so eine Hitze hier, das können wir nicht so gut. Naja, aber jetzt erstmal schauen, ob ich ein Plätzchen finde da hinten. Am Meer ist es wohl hoffentlich noch ein bisschen kühler als hier. Platz gefunden, hier sind auch welche, aber trotzdem glaube ich, werde ich mich hier trotzdem hinpflanzen. Ist einfach zu schön hier, würde ich sagen. Alles eingeräumt, aber ich sag euch, da drin im Zelt ist es heiß. Deswegen nichts wie an Strand. Ich muss jetzt nur noch eine Treppe runter und dann bin ich schon da. Sehr schön hier, etwas steinig hier, Naturbadestrand halt, aber hier ist es nicht weit bis zum Sand. Oh, es könnte so einsam sein, am Strand ist niemand hier, aber auf dem Wasser natürlich, da tummeln sich hier die Boote in dem Windschatten der Küste. Aber naja, was soll ich sagen, schön ist es auf jeden Fall. Ja, ich werde mal das Wasser testen, aber die Badezähne, die erspare ich euch mal, habt ihr ja letztes Mal schon gehabt. So, das erste Mal baden habe ich hinter mir. Oh, sehr herrlich. Jo, geht ziemlich flach rein hier. Man kann ziemlich weit rauslaufen, aber ich habe mich da einfach nur treiben lassen. Oder erstmal abgekühlt. Echt wunderbar. Und jetzt, es müsste irgendwie 3 Uhr sein erst. Ich weiß das gar nicht so genau. Muss ich gleich mal nachschauen. Aber
ich kann hier noch lange den Tag genießen. Ich habe hier noch was gerade mitgenommen, hier runter zu essen. Zu snacken erstmal halt. Das kann ich hier erstmal ein bisschen aushalten. Nach mehrmaligen Erfrischen ist jetzt auch der Hunger da. 4:30. Ich fange an. Alles steht bereit. Ich mache mir heute Tomatensoße selber und dazu Nudeln. Es wird ein bisschen dauern. Tomaten sind leider etwas matschig geworden durch die Wärme. Kann man nicht gut schneiden. Naja, aber die kommen dann noch frisch rein. Naja, dann werde ich jetzt ein bisschen brutzeln. Mal sehen, wie lange es dauert, bis ich hier essen kann. Aber das war wieder ein grandioses Plätzchen dafür. Oh, ging noch schnell. So, jetzt sind die Nudeln fertig mit der Tomatensoße. Als Fleisch habe ich noch ein paar Salamis, so eine kleine, kann ich noch dazu essen. Oh, aber jetzt habe ich erstmal richtig, richtig Hunger. Schon gleich 5. Leute, doch, schmeckt verdammt lecker, was ich hier gemacht habe. Selber gemacht ist doch irgendwie doch was anderes. Bisschen leckerer, oder? Aber sind ganz schön viele Nudeln geworden und Soße natürlich für eine Person. Ich hoffe, das schaffe ich. Fast alles aufgegessen, noch gespült, alles wieder reingepackt. Jetzt, ja, es ist gerade 5:45. Immer noch früh, aber ich werde jetzt erstmal wieder hochgehen zum Zelt und zum Fahrrad. Vielleicht ist es ja noch da. Aber dann werde ich mich nochmal umziehen. Die Badehose ist schon wieder trocken. Jo, und dann gehe ich nochmal los. Man kann hier eigentlich so schön so eine kleine Runde drehen zu Fuß. Ja, 4-5 Kilometer lang. Schöne Abendrunde hier um diese Halbinsel, die es hier gibt. Jo, das werde ich gleich mal machen. Naja, erstmal hochgehen wieder. Siehst du, alles noch da. Aber die Leute nicht mehr. Aber die haben Gurkenglas vergessen. Könnte ich auch aufessen. Naja, oh, jetzt bin ich plötzlich alleine hier. Oh, passt doch. Wunderherrlichst. Naja, ich werde mich erstmal umziehen. Und dann mache ich noch so eine Runde. Ja, traumhaft hier. Das ist die Westseite dieser kleinen Halbinsel. Die werde ich jetzt verlassen. Die ist so ein bisschen, ja, was soll man sagen, im Windschatten. Dadurch auch etwas wärmer hier an der Küste längs. Aber jetzt geht's da rein. Wenn, ja, Kilometer, anderthalb, weiß ich gar nicht. Hier kommt man auf der anderen Seite an. Ist auch wieder die Appenrader Bucht, aber schon fast die offene Ostsee.
Die Hälfte des Weges habe ich jetzt vom Übergang zur anderen Küstenseite hier. Jetzt geht es hier so rein, zum Glück endlich mal in Schatten. Aber gerade eben war es meist doch in der Sonne, das war immer noch so heiß. Es ist kurz vor sieben gleich, Viertel vor sieben ist das. Wow, das ist so unglaublich warm. Und sobald man irgendwie stehen bleibt, kommen gleich die Bremsen und Fliegen und Mücken. Also immer weitergehen. Die Brombeeren sind reif. Oh, ich habe gerade schon eine probiert. Sehr lecker. Ja, hier hinter den Bäumen versteckt sich ein See hier im Binnenland. Aber man kann nur die Wasservögel hören. Aber sehen kann man ihn nicht. Andere Seite reicht, ja, da ist die Ostsee, da links davon fängt der Abenrader Fjord an, oder Förde, und da drüben ist die Insel Als, die ich auch letztes Mal umfahren habe, ja, wunderbar, und jetzt ist es doch wieder etwas kühler, oh, so schön frisch, so schön, und man sieht, die können da hinten sogar noch stehen, also recht flaches Wasser hier, aber ist auch richtig was los. Hier stehen ordentlich Camper rum, hier gibt es auch WC und man darf hier stehen. Ist ja klar, an so einem Wetter wie heute, dann ist das voll hier. Aber echt grandios. Und jetzt müsste es eigentlich links hochgehen und dann so ein bisschen an der Steilküste und dann wieder zurück zum Zelt. Aber ich bin ja schon 3,9 Kilometer gelaufen. Endlich mal ein Blick aufs Meer wieder, weil hier an der Steilküste, da geht es hinter den Büschen, längs zwar an der Steilküste hier, aber das ist alles dicht. Nur kurze Lücken und hier ist mal eine größere. Oh Leute, hier kommt so schöner, schöner, kühler Wind hoch. Wow, ist das toll. Oh, hier können wir erstmal stehen bleiben. Wow. Ja, linke Hand ab dem Raderbucht. Rechts da drüben wieder Als und da Alsesund. Und ganz drüben, das werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen, da ist Fyn. Ja, alles schon erradelt, gesehen, aber natürlich auch noch nicht alles gezeigt. Also da kommt bestimmt noch sicherlich was aus dieser ganzen Ecke hier. Sommer wie Winter ist immer, immer schön hier. Ich würde sagen, die 5,8, die ich mal gedacht hatte, sind das auf jeden Fall nicht. Das sind wesentlich mehr, also mindestens zwei mehr. Ein zu viel habe ich schon, Kilometer.
Und naja, ich glaube, es sind noch mindestens eine. Naja, kaputt bin ich nicht. Aber es könnte auch jetzt auch so langsam mal aufhören. Oh, ich brauche jetzt mal bald mal eine Pause und eine schöne ruhige Nacht. Oh, und ein bisschen kühler. Das könnte es auf jeden Fall auch werden. Klasse Bänkchen hier, eine Pause nochmal, aber ich will jetzt zurück. Sehr schön, war eine tolle Wanderung, aber doch ein bisschen länger. 7,6 Kilometer, sagt Navi. Oh, war halt ein bisschen mehr, aber es war einfach wieder zu warm. Aber ich hatte trotzdem verkehrte Sachen angehabt. Kurze Hose, ja, auf Knöchelhöhe hingen wieder die Brombeeren darüber. Ja, haben auch nicht die Knöchel zerkratzt, aber ich glaube, mit langer Hose wäre das kaum gegangen bei der Wärme. Wahnsinnig, wie das jetzt warm ist noch zur Zeit. Oh, muss sagen, kaputt bin ich schon ein bisschen, hauptsächlich von der Hitze. Strecke waren ja nur 50 Kilometer Radfahren und jetzt 7,6 Kilometer. Ich werde mich jetzt gleich ins Zelt verkriechen. Oh, die Sonne geht auch schon bald unter. Das ist ungefähr 25 Minuten eher wie beim letzten Mal. Oh, letztes Wochenende war um 21.20 Uhr und jetzt 20.55 Uhr. Also ist schon ein ordentliches Stück kürzer geworden die Nacht, die Nacht länger und dunkler geworden. Man merkt es, heute Morgen war sogar mal Nebel, aber diese Nacht soll wieder ordentlich warm werden. Vielleicht höchstens bis 18 Grad runtergehen. Ja, sehr warm. Ich hoffe, ich kann gut schlafen, aber ich hoffe auch, dass ich mal wach werde, denn es ist August, es ist zurzeit Perseidenzeit, Sternschnuppenregen und hier ist wenig Lichtsmog. Vielleicht kann ich ja was sehen. Vielleicht, und gerade eben war noch was Gutes da oben am Parkplatz. Da stehen jetzt nur noch zwei Camper rum. Frischwasserhahn ist da. Ich habe mir gerade eben noch mal ordentlich was reingehauen davon. Und jetzt noch mal kaltes Wasser hier mitgenommen. Oh, das brauche ich jetzt. Ja, okay, das war echt ein toller Tag. Ich hoffe, es hat bis jetzt gefallen. Morgen werde ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel filmen. Ich melde mich aber noch mal morgen früh. Ich werde mich jetzt im Zelt verkriechen. Und dann war es das erstmal für heute. Ja, gute Nacht, bis morgen früh. Guten Morgen. Ist das nicht herrlich, so wieder aufzustehen? Einfach klasse. So ruhig hier. Oh, herrlich. Tja,
Aber die Nacht war nicht herrlich ruhig, sondern ganz schön laut. Nämlich da hinten im Ferienhaus wurde eine Party gefeiert. Richtig laut. An 22 Uhr ging es los bis ja, 3 Uhr oder was. Aber ich hatte Ohrenstöpsel mit, aber die haben ein bisschen geholfen, ein bisschen habe ich geschlafen. Aber auch den hier hat es alles den Abend versaut. Den schönen Sommerabend. Mann, man kann noch mal feiern, aber muss es dann auch so lange sein? Es sind immer irgendwo welche, die schlafen wollen. Naja, aber ich bin noch zu Schlaf gekommen. Und ich bin hier nicht so laut. Da hinten am Strand, da sind auch noch welche am Zelten. Echt krass. Sehr, sehr schön und wieder sehr, sehr warm. Kurze Klamotten kann man hier so rumlaufen, ohne zu frieren. Ach, Wahnsinn, ja. War toll. Bis jetzt hier, jetzt werde ich erstmal frühstücken. Und das Zelt ist auch sehr klitschnass vom Tau. Und muss ich erstmal in die Sonne hängen, bevor ich das einpacken kann. Aber jetzt werde ich da oben erstmal frühstücken. Ja, richtig herrlich so zu frühstücken. Klasse. Ja, lecker. Müsli jetzt noch zum Abschluss. Das ist echt toll. Jo, ich werde dann hier noch ein bisschen abwarten, bis das Zelt so ein bisschen abgetrocknet ist. Und dann werde ich auch zurückfahren. Das kennt ihr ja schon, das wird wohl auch derselbe Weg ungefähr werden. Also brauche ich das auch ja auch nicht mehr zu zeigen. Jo, aber Leute, das ist so klasse. So vor der Haustür das zu haben, ist echt der Wahnsinn. Das muss ich so sagen. Ich kann jedes Wochenende losfahren und hier irgendwo eine andere Stelle gibt es immer, wo man hier zelten kann oder was unternehmen kann hier in Dänemark. Ich muss sagen, das fehlt. Zum Glück gibt es in Schleswig-Holstein ja schon diese kleinen Campingplätze von Wilde Schleswig-Holstein. Das funktioniert da wo hoffentlich. Und so einige Treckenplätze gibt es ja auch in Deutschland. Aber auch so Shelter und so, das, wenn das es noch mehr geben würde, ich glaube, das würde den Deutschen auch mal gut tun, mal die Natur so zu erleben hier. Ja, hier gibt es natürlich auch welche, die das so ein bisschen schamlos ausnutzen und Müll liegen lassen und sowas, aber ach, das ist herrlich, so wie letztes Wochenende mitten im Naturschutzgebiet und hier direkt an der Küste, ja, toll, echt klasse. Also es war wieder ein tolles Wochenende. Dann fahre ich gleich wieder nach Hause, denn heute Nachmittag habe ich noch was anderes vor. Ich kann den Tag hier nicht so genießen, aber naja, bis jetzt war es ja trotzdem toll, auch wenn die Nacht ein bisschen laut war oder kurz. Ein bisschen geschlafen habe ich ja, aber egal. Das Erlebnis zählt. Ich sage immer, wer nicht rausgeht, der nichts erlebt und so ist es auch. Ja, ich hoffe, es hat dann gefallen, meine 50 Kilometer Radtour, 7,6 Kilometer, glaube ich, Wanderung und dann hier, dieses schöne Frühstück, dieser schöne Morgen. Ja, war echt klasse. Also, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Moin, moin.